zusammen. Ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines kleinen Handarbeitskanals. Ich bin die Susanne und bei mir geht es hauptsächlich ums Stricken, was ich seit dem letzten Video so alles gestrickt habe. Auch mal ums Färben, gelegentlich ums Spinnen. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch ein ganz herzliches Willkommen an die, die neu dazugekommen sind. Ich freue mich und danke natürlich für die ganzen lieben Kommentare, die mich auf den verschiedenen Kanälen erreicht haben und ja, auch für eure Abstimmung bezüglich der Farben für den Rose Cardigan, da komme ich aber später noch dazu. Bevor ich anfange mit dem eigentlichen Thema, hätte ich ein kleines, ja, wie soll ich sagen, kleines Anliegen. Der eine oder andere hat es bestimmt schon mitgekriegt, möglicherweise, dass es eventuell möglicherweise YouTube bald nicht mehr in der Form geben könnte, wie man es momentan kennt. Also sprich, jeder kann einfach ein Video hochladen. Der Grund dafür ist wieder irgendein neues Gesetz von unserer tollen EU. Und ja, ich will gar nicht groß erklären, um was es geht. Da gibt es ein Video, glaubt auch, es ist sogar auch direkt von YouTube, nein, von einer Initiative. Ah, egal, will nichts Falsches sagen. Also es gibt ein Video zu diesem ganzen Thema. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ich würde euch bitten, wer da eben Interesse hat, schaut euch das mal an. Da wird das ganz toll erklärt, eben warum es möglicherweise YouTube bald nicht mehr geben könnte. Ja. Und was es mit dieser Gesetzesvorlage da auf sich hat. Also da wird das ganz toll erklärt, besser als ich das jemals könnte. Und wenn euch dieses Video überzeugt, dann gibt es auch eine Online-Petition dazu, um eben um dieses Gesetz quasi abzuwiegeln, möglicherweise, hoffentlich, oder zumindest diesen einen Paragraphen. Da setze ich euch auch den Link unten in die Infobox. Und also, wenn ihr davon überzeugt seid, dann guckt euch doch mal diese Petition an und möglicherweise unterschreibt ihr sie dann auch. Also, natürlich alles jedem freigestellt. Ich will es nur einfach erwähnen, weil ich finde, YouTube ist so eine tolle Plattform. Ich meine, ganz ehrlich, wie oft schaut unser einer auf YouTube, ja, nach irgendeinem Tutorial, nach eben generell die Podcasts natürlich. Und es wäre schade, wenn es das in der Form einfach nicht mehr geben würde, bloß weil die EU wieder, ich sage es jetzt mal ganz unpolitisch, umeinander spinnt. Ist meine persönliche Meinung. Guckt es euch einfach mal an und bildet euch eure eigene Meinung. Ja, und jetzt fangen wir aber auch an mit dem Stricken. Ja, ich habe, zeige ich euch erstmal das Fertige. Ja, ich habe eigentlich nur eine fertige Sache und zwar die Mütze, die ich euch letztes Mal schon in der Entstehung gezeigt habe. Ja, gut, man kann sie erkennen, genau. Mit diesem Vereilmuster, also ich habe es jetzt meine Schneeflockenmütze genannt. Genau, verstrickt aus der Drops Lima. Ja, Wolle Alpaka. Mein Projektbuch habe ich natürlich auch nicht da. Egal, aus der Drops-Wolle, die ich für meinen Vereilpullover verwendet gehabt habe, da hatte ich ja noch was übrig und habe diese Mütze gestrickt. Ja, so schaut die aus. Die ist fertig geworden. Und das ist aber eigentlich auch schon das Einzige, das fertig geworden ist. Ich habe hauptsächlich gestrickt an meiner Kuscheljacke und die ist auch ganz, ganz, ganz gewachsen. Ich hoffe, ich bringe sie überhaupt noch aufs Video drauf. Ihr seht schon, ich sitze heute wieder anders, dass ich das Licht von vorne habe. Dann spiegelt es zwar wieder in der Brille, aber dafür ist die eine Gesichtshälfte nicht immer so dunkel. Also, so sieht die Jacke aus. Ich hätte es auf dem Bügel hängen sollen, das wäre geschickter gewesen. Also ihr seht ein Raglan von oben, angefangen in hell, dann wird es immer dunkler, dann kommt das Braun dazu und jetzt bin ich schon beim vorletzten Abschnitt, so knapp die Hälfte. Und genau, der letzte Abschnitt wird dann einfach ganz dunkelbraun und dann ist der Körperteil auch schon fertig. Dann gibt es nur noch die Ärmel. Ich drehe es mal um, dann sieht man vielleicht den Farbverlauf ein bisschen besser. Genau, also von ganz hell.
geht's weiter zu ganz dunkelbraun. Ja, stricken tue ich die aus der Drops Kit Silk in, ach, die Farben: blauer Nebel, helles Jeansblau, beige und dunkelbraun. Aber wenn euch da so die Details interessieren, die findet ihr dann auch immer auf Ravelry auf meiner Projektseite. Genau, und mit den festen Zinknadeln in 3,5, die hellgrünen. Ja, also das macht irgendwie total Spaß, obwohl es wirklich ja schon dünn ist. Also wenn man da mal sich die Fäden so anschaut, sind die jetzt nicht dick. Gut, das ist natürlich zweifädig gestrickt. Und es ist auch wirklich einfach nur glatt rechts. Also eigentlich gar nichts Aufregendes, aber trotzdem, es strickt sich super, es flutscht nur so. Vielleicht auch, weil man dann immer darauf wartet, dass man die nächste Farbe dazu nehmen kann. Also ja, da stricke ich momentan am meisten dran. Vor allem will ich die Jacke auch fertig kriegen, weil ich eigentlich zwei neue Projekte dann ja im Anschlag habe quasi. Genau, so viel. Ich hacke es mir jetzt gleich mal ab, weil mein Hirn ist heute echt nicht das Beste. Wir haben Föhn und mein Kopf merkt den sehr. Kann nehmen, was ich will. Das Kopfweh geht nicht weg. Aber egal, ich wollte es trotzdem auf alle Fälle für euch aufnehmen, weil es ja eh auch schon wieder 3 Wochen sind. Und nächste Woche muss ich Mittwoch arbeiten und dann komme ich wieder nicht dazu. Und nee, haben wir gedacht, ich will heute für euch aufnehmen. Ja, dann habe ich. Ja, die Trachtenjacke. Die Trachtenjacke. Ich habe sie jetzt gar nicht dabei, aber ich habe sie jetzt nach Wochen oder Monaten endlich mal wieder in die Hand genommen. Und für alle, die neu dazugekommen sind oder die sich nicht mehr so ganz erinnern können, von welcher Trachtenjacke ich denn spreche. Wo ist sie denn? Diese Trachtenjacke aus dem Heft Filati. Best of Trachten Nummer 6 habe ich eigentlich mit der Karin von Karin Strickereien und der Elli von Verstrickt und Zugenäht in einem Mini-Karl gestrickt. Eigentlich deswegen, weil die anderen beiden nämlich schon fertig sind. Mir ging es ja dann so, also ich habe gestrickt, ich wollte es ja eigentlich in einem Teil, denke ich mir, nee, machst es doch in Einzelteilen, weil so die gerade Naht auf der Seite schließen und die Schulternaht, das kriegst du gerade noch hin. Gesagt, getan. Hab das Rückenteil gestrickt, habe ein Vorderteil gestrickt und nachdem die Elli da mit der Passform ein bisschen Probleme hatte, habe ich mir gedacht, so, jetzt tust du es erst einmal baden, spannen, zusammennähen und schaust, ob es dir so überhaupt passt. Und der Armausschnitt war viel, viel, viel zu tief. Also ich habe sowieso schon 10 Reihen weniger gestrickt als angegeben. Ich gehöre zu denen, die nicht Zentimeter messen, sondern Reihen zählen. Und in der Anleitung ist zum Glück beides angegeben, wobei es natürlich schon geschickt wäre, auch wenn man Reihen zählt, einfach trotzdem auch mal die Zentimeter zu messen. Also ich habe eh schon 10 Reihen weniger gestrickt, habe dann sogar angefangen, den Ärmel zu stricken, weil den Ärmel stricke ich nämlich dann direkt von oben ein. Weil, wie gesagt, Seiten- und Schulternähte schließen, geht gerade noch, aber den Ärmel einsetzen, das haut bei mir nie hin. Und nachdem ich ja 10 Reihen weniger gestrickt habe, ist dann die Frage, wie haut es mit der Armkugel hin? Und da zu rechnen oder zu experimentieren, das war mir schlichtweg zu blöd. Und ich stricke die wirklich am liebsten dann von oben ein. Habe sogar angefangen gehabt und habe mir dann gedacht, nee. Also es ist wirklich so, der Armausschnitt hängt quasi fast an der Taille unten. Nicht ganz, aber fast. Und dann lag es erstmal und lag und lag. Und ja, jetzt an Allerheiligen in der Kirche habe ich mir dann wieder gedacht, ach, da wäre es jetzt aber schon schön gewesen, wenn es diese Trachtenjacke fertig gewesen wäre. Ich habe es doch, ich habe sie schon hier liegen. Und habe sie mir dann einfach mal wieder vorgenommen. Und habe einfach, ich zeige euch das gute Stück mal, habe einfach nochmal die Schulter, also habe nochmal nachgemessen. Und zwar diese vom Anschlag bis zum Armausschnitt. Da habe ich sogar, ich glaube, irgendwie 2 Zentimeter länger, als es in der Anleitung angegeben war. Aber das stört mich nicht. Also wenn das jetzt ein bisschen länger ist, nach unten, stört mich nicht. Und beim Armausschnitt waren es aber auch irgendwie so 2 Zentimeter zu viel. Komisch, nachdem ich eh schon 10 Reihen weniger gestrickt habe. Also
Ich weiß nicht, was die für komische Maße haben oder ob ich so komisch stricke. Naja, jedenfalls habe ich jetzt, ist es jetzt richtig? Ja. Habe ich einfach nochmal die Schulterschräge, also sprich Schulterschräge, also am Rücken und an dem einen Vorderteil, Schulter und Ausschnitt aufgetrennt, 8 Reihen aufgerippelt und dann quasi einfach nochmal gleich mit dem Ausschnitt angefangen. Und so schaut es jetzt aus. Ja, es ist jetzt nicht viel zu erkennen. So schaut es jetzt aus. Habe natürlich da beim Stricken vom Vorderteil schon wieder irgendwas falsch berechnet. Das hat schon wieder hier weiter unten aufgehört. Also habe ich die paar Reihen auch nochmal aufgerippelt und die 8 Reihen mehr gestrickt und dann die Schulterschräge. Also ja, irgendwie stehe ich mit der Jacke auf Kriegsfuß. Gut, also hier ist, seht ihr, ist schon zusammengehäkelt und hier oben muss ich es halt nochmal machen. Ja, gut. Und jetzt muss ich halt eben weitermachen. Was mich auch ein bisschen geärgert hat, ich habe es erst nämlich gar nicht gesehen, ich habe es beim Waschen, also sprich beim Spannen nicht gesehen. Jetzt, wo ich es aufgeribbelt habe, habe ich mir dann mal gedacht, das sind so komische Flecken, aber ach, das ist vom Schatten. Und wo ich es dann aber nochmal in der Hand gehabt habe, habe ich festgestellt, dass das Türkis ausgeblutet hat. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennen kann, wenn ich euch mal da die Tasche. Ja, ich glaube ein bisschen. Also, wenn ihr seht mal da eben oben hier an der Tasche und auch hier, ja, man kann es nicht gescheit erkennen. Hier ist so ein Fleck. Ja, vielleicht ein bisschen. Also es hat da dieses Türkis ein bisschen ausgeblutet und also das hat mich dann schon geärgert, muss ich sagen, weil ich meine, das ist ja Industriewolle, das ist Lana Grossa, das ist jetzt auch nicht gerade irgendeine Billigwolle. Finde ich jetzt schon ärgerlich, wenn mir das dann da auf dieses Hellgrau ausblutet. Aber gut, jetzt ist es so. Beziehungsweise, Moment, was? Ich zeige euch mal noch schnell die Banderolen. Ich habe jetzt bloß die Alpina, ist die, genau, die Alpina ist die graue, also die Hauptfarbe. Und das Türkis ist die Merino Uno. Genau. Also genau die Farben, die auch in der, die Wolle, die auch in der Anleitung angegeben ist. Ich glaube sogar fast die gleichen Farben. Ja, naja, also jetzt guck mal halt einmal. Jetzt geht es dann quasi ans nächste Vorderteil. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, aber das Ausbluten ist schon echt ärgerlich. Naja, gut. Weiter habe ich außerdem, nein, weiter habe ich gar nicht mehr. Neu habe ich was. Neu habe ich was angefangen. Und zwar, ich habe mit der Merino Baby, da habe ich euch ja letztes Mal von Pasquale, langsam reden, die von Pasquale, die Merino Baby, da hatte ich euch letztens beim letzten Video schon mal gezeigt, was ich da gefärbt habe. Und dann kam mir so der Gedanke, eben mit zwei so 50 Gramm Strängelchen könnte man doch Mützensets färben. Gesagt, getan. Und dann habe ich mir eben eins für mich gefärbt, weil ich gedacht habe, naja, erst einmal will ich die ja auch mal ausprobieren und mal schauen, ob dann die 2x50 Gramm überhaupt langen. So, ich hoffe, es hat jetzt nicht allzu sehr geraschelt. Ich habe es nämlich nur in so einer Pappbox. So schauen die beiden Bobbelchen aus. Man merkt schon, der ist schon etwas lockerer. Genau, den habe ich zweifarbig türkis und blau gefärbt. Ach so, ja, das handelt sich hier natürlich um eine Dauerwerbesendung. So, bin noch nicht sehr weit gekommen. Eins rechts verschränkt, eins links das Bündchen, dann eben ein paar Reihen glatt rechts. Und hier kommt dann das Muster dazu. Und ich stelle schon fest, das Türkis geht. Aber gerade jetzt, wenn ich es hier umdrehe, mit dem Hellblau, da ist der Kontrast nicht stark genug. Aber gut, ist jetzt wie es ist. Also es wechselt auch immer so ein bisschen ab zwischen Türkis und Blau. Und so war es auch beabsichtigt. Ja, es ist fast ein bisschen. Eigentlich ist gar nicht so hell. Aber ja, man sieht, gell, da ist blau, da kommt ist Türkis. Also an sich ganz, ganz hübsch. Aber ein bisschen kräftiger hätte es fast sein müssen. Und ich stricke wieder aus meinem Buch 200 Vereilmuster. So ein, na, habe ich hier ein gescheites Bild? Habe kein gescheites Bild. So schaut das aus. Mal
kurz schnell in die Kamera gehalten. Ja, mal schauen. Also es strickt sich toll, fühlt sich auch ganz kuschelig an. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und eben vor allem, ob mir die Wolle langt. Aber ich denke schon. Innen schaut es übrigens so aus. Ich verkreuze die Farben immer nach jeder Masche. Genau, und dann spannt da auch nichts und dann zieht sich da auch nichts zusammen. Und also das ist mir die liebste Methode. Ups, jetzt habe ich hier noch eine Nadel. Ah, die gehört zur Trachtenjacke jetzt. Damit auch alles wieder dahin kommt, wo es hingehört. Am Ende will ich dann weiter stricken. Upsala. Und finde meine Nadel nicht mehr. Das ist der Vorteil, wenn ich hier sitze, weil da habe ich keine Ablage. Die andere Richtung habe ich meine Couch. Naja, ist wie es ist. Ich trinke mal einen Schluck. Upsala. So. Und dann habe ich noch was Neues angefangen, weil nämlich meine größere Cousine, also die größere von den beiden, die kam an, wo wir für einen Hobbymarkt aufgebaut haben und hat gesagt, du, magst du mir zu Weihnachten ein paar Socken stricken? Na ja, mache ich. Such dir eine Wolle aus morgen, wenn hier alles aufgebaut ist, such dir eine aus und ich strick dir Socken. Ja, hat sie auch getan. Sie hat sich eine Wolle ausgesucht. So schaut sie im Knäuel aus. So grau mit ein bisschen roten Sprenkeln. Sieht schon mein Wollwickler, gell? Der macht irgendwie, der auf einer Seite bleibt es immer relativ gerade und die andere kommt dann immer so hoch. Meiner Familie gegenüber schon angedeutet, ich wünsche mir einen Wollwickler und einen Wollabroller. Mal schauen. Genau, also so grau mit roten Sprenkeln, das ist einfach die Trekking. Jetzt habe ich hier den Faden ganz blöd rumgewickelt. So, hätte ich ja vielleicht auch schon mal vorher auspacken können. Habe hier nämlich dieses tolle Needle-Cosi. Weil ich habe mir gestern Abend mit der Biggie geschrieben, dass ich mir irgendwie aus Sockenstricken gekommen. Nicht mit der Biggie, mit der Paddy. Und von Paddys Wollzeit. Und da sind wir auch irgendwie so auf Sockenstricken gekommen. Sie sagt, sie strickt immer mit Magic Loop und beide gleichzeitig. Und ich habe also beide gleichzeitig noch nie probiert, aber Magic Loop habe ich schon und ist jetzt nicht so meine Methode. Ich stricke am liebsten ganz klassisch mit Nadelspiel. Oder mit dem Crazy Trio, wobei das Crazy Trio gerade bei anderen Socken gebunden ist, die ewig nicht fertig werden. Und also entweder ich stricke die jetzt mal fertig oder ich kaufe mir ein zweites. Mal gucken. So, dann habe ich sie gefragt, weil ich mir gedacht habe, die Wolle mustert ja jetzt nicht so wild, habe ich sie gefragt, ob die Socken denn ein Muster haben dürfen. Dann sagt sie, ja, du tob dich aus, wie du willst. Und weil ich immer gesagt habe, ja, also glatt rechts, das ist so langweilig zum Stricken. Nein, tob dich ruhig aus, tob dich ruhig aus. Dann habe ich ein bisschen meine Sockenhefte so durchblättert, habe auch ein paar eingemerkt, aber es war jetzt nichts so dabei, wo man so gesagt, ja, das ist es. Und habe dann bei Ravelry meine Favoriten geschaut und bin dann auf das Gundelmuster gestoßen, das ich schon seit längerem... dass ich schon seit längerem in meinen Favoriten habe. So sieht es auf dem Papier aus. Ich drucke mir wirklich immer nur das aus, was ich brauche und nicht noch das Titelblatt und das Ganze. So sieht es in Natura aus, bei mir jetzt. Genau. Das nächste Mal, wenn er fertig ist, ziehe ich ihn dann auch auf dem Sockenbrett, damit ihr das besser sehen könnt. Also, das ist ein... Masche. Ein super, super einfaches Muster. Nur mit quasi Zu- und Abnahmen. Man braucht keine Zopfnadel, auch wenn es vielleicht möglicherweise mal so ausschaut. Nein, einfach nur Zu- und Abnahmen. Das Muster Gundel von, gerade eben habe ich es noch gewusst. Das lässt mich im Stich. Ich verlinke es. Auf alle Fälle. Also bei Ravelry findet ihr es natürlich in meiner Projektseite, die steht ja immer in der Infobox oder dann auch auf meinem Blog. Gerade eben habe ich es noch gewusst. Mensch, na, vielleicht fällt es mir später nochmal ein. Genau, also ein kostenloses Muster und also wirklich ganz toll zu stricken und nicht schwer, aber halt einfach ein bisschen Abwechslung. Und
Also ich habe jetzt hier, da war ich jetzt noch nicht so lange dran gesessen und schwupps war der Schaft fertig. Die Crazy Shadow Wrap Ferse oder Shadow Wrap Ferse, also ich habe es jetzt ohne den Spickel, den die Sylvie oder den ich schon mal probiert habe, den die Sylvie da auch mit angibt, anbietet. Ich habe es ohne Spickel gestrickt, einfach nur die Shadow Wrap Ferse. Genau. Und dann geht es weiter eben an der Fußsohle glatt rechts und oben am Fuß läuft das Muster weiter. Ja, und wie gesagt, also das macht Spaß, das flutscht. Das ist echt ein ganz ein tolles Muster. Wenn ihr bei Ravelry Gundel eingibt, dann findet ihr es auch auf alle Fälle. Genau. Ja, stricken tue ich es mit meinem Nadelspiel von Zing, die 2,0. Ich stricke meine Socken eigentlich immer mit 2,0. Das Crazy Trio gibt es aber erst ab 2,5 oder 3,0. Bin ich mir jetzt unsicher. Aber ich mag es trotzdem gern. Vielleicht gibt es es ja mal irgendwann auch noch in 2. Oder vielleicht gibt es es auch schon und ich weiß es bloß nicht. Kann natürlich auch sein. Ja, also das macht auch total Spaß. Genau, und dann kam eben die kleinere von meinen Cousinen. Also ich meine, also wir reden hier von 18 und 21 Jahren. Die kam dann auch irgendwie so. Oh Mensch, du hast tolle Wolle und würdest du mir Socken stricken? Und dann haben wir gesagt, ja, such dir eine Wolle aus. Und die hat sich auch eine ausgesucht. Die ist auch schon gewickelt. Und da habe ich aber noch nicht angefangen. Aber dafür habe ich auch schon ein Muster im Kopf. Das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Und ja, der Witzige ist, ich habe schon gesagt, nee, ob ich bis Weihnachten fertig werde mit beiden Paaren. Mal gucken, weil ja Weihnachten auch noch ein bisschen hin ist. Und der Vorteil ist aber, die Kleine hat im Januar Geburtstag. Also wenn es bis Weihnachten nicht fertig wird, kriegt sie es im Januar. Die Große hat im Juli Geburtstag. Also das wäre dann ein bisschen blöd. Also insofern muss ich jetzt gucken, dass ich erstmal die fertig kriege. Ja, dann habe ich in Planung. Genau, ich glaube, ich gehe jetzt einfach zu dem in Planung. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich den Rose Cardigan stricken will. Ich zeige euch mal den Rose Cardigan von der Andrea Mori. Also ich habe mir nicht das Titelbild mit ausgedruckt, weil ich mal gedacht habe, nee, das ist mir zu viel Farbe. So sieht der aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und hier ist auch noch ein. Opa, Entschuldigung, wenn es raschelt. Hier sind auch noch zwei Bilder, wo man noch mal von hinten und ein bisschen seitlich sieht. Ja. Genau, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt und habe euch ja gefragt wegen der Farbreihenfolge. Also es ist doch schon so, dass, ich habe natürlich hier wieder eine Strichliste gemacht, es ist doch schon so, dass die meisten wirklich sagen, grün am Gesicht. Gut, jetzt direkt zu den einzelnen Varianten war jetzt nicht, aber so generell war eigentlich grün im Gesicht. Ja, doch schon. Und ich habe es mir dann auch noch mal kurz die Stelle angeschaut und habe mir dann gedacht selber, ah ja, das stimmt schon, grün am Gesicht wäre besser. Insofern hat sich jetzt folgende Reihenfolge ergeben. Also, ich werde beginnen mit der Farbe A, das ist dieses bunte. Die Farbe B ist dieses leicht gräuliche Grün. Die Farbe C ist dann das Türkis. Und die Farbe D dann eben dieses melierte und etwas frischere Grün. Ups. So wird die Reihenfolge werden. Wie gesagt, ich habe schon gewickelt, wobei jetzt die. Von dem Türkis und dem Grün habe ich ja jeweils drei Stränge, da habe ich jetzt nur den einen gewickelt. Genau, so wird die Reihenfolge werden. So, jetzt schauen wir mal, dass man es ohne, dass es umfällt. Wie ihr ja schon gesehen habt, habe ich mir inzwischen die Anleitung ausgedruckt, habe mich mit der Anleitung beschäftigt. Normal lese ich die Anleitungen vorher nie durch, aber nachdem das so eine ganz andere Konstruktion ist, als man es kennt, haben wir gedacht, doch, mach's da mal. War auch gut so. Ich hatte nämlich schon wieder einen totalen Knopf im, oder nee, ich hatte keinen Knopf im Hirn. Ich habe, mein Englisch hat mich mal wieder im Stich gelassen.
ganz herzlichen Dank an meine Helferchen, die ich da gleich, das ist immer das Tolle, wenn man so eine Strick-WhatsApp-Gruppe hat. Man kann einfach sagen, Hilfe, ich kapiere es nicht. Und es findet sich immer jemand, der es einem erklären kann. Vielen Dank an euch. Also ich glaube, so richtig, wo ich dann drauf, das war dann, glaube ich, von der Biggie. Ja, und ich habe wieder gelernt, das nächste Mal, auch wenn ich mir sicher bin, ich weiß, was es heißt auf Englisch, gebe ich es vielleicht doch mal in ein Übersetzungsprogramm ein. Ja, genau. Ich habe noch nicht angefangen, weil ich nämlich noch eine Rolle dazu bestellt habe. Und zwar hat die Ellie, die lässt ein Mohair-Garn mitlaufen. Also das gleiche Mohair-Seide von Drops, wie ich für die Kuscheljacke auch verwende. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, das mache ich auch. Und dann habe ich jetzt nur ein bisschen mit der Farbe, ob ich jetzt, also weiß war mir dann zu kräftig. Dunkelgrau wollte ich auch nicht. Dann habe ich gesagt, dieser blaue Nebel, das ist ja so ein leichtes Blaugrau. Das war schon gar nicht schlecht. Und jetzt habe ich mich aber für Perlgrau entschieden und ich hoffe sehr, dass das dann auch wirklich gut dazu passt. Weil wenn ich jetzt ein Grün genommen hätte oder ein Blau, dann habe ich Angst gehabt, dass es sich jeweils mit dem anderen wieder beißt. Oder ich hätte halt wirklich ein grünes Mohair für die Grüne und ein türkises für das Türkise. Aber ich möchte, dass sich das so ein bisschen verbindet quasi. Naja, schauen wir mal. Wenn es gar nicht dazu passt, dann stricke ich es doch einfach so und für das Mohair-Garn fällt mir dann schon was anderes ein. Ja, aber ich stehe da momentan auch total drauf. Also dafür, dass ich ja eigentlich gedacht habe, und das kratzt bestimmt und das bitzelt und nee, tut es gar nicht. Und also ich stehe da momentan auch total auf den Flausch. Genau, also da warte ich noch drauf und dabei werde ich noch an meiner Kuscheljacke weiter stricken. Und ich hoffe, ich kann euch dann vielleicht beim nächsten Mal schon zumindest ein kleines Stück von dem Rose Cardigan zeigen. Ja, und dann habe ich noch was Neues in Planung. Und zwar kam mir irgendwie so bei unserem letzten Chorauftritt dann der Gedanke, Mensch, ich könnte mir doch auch einmal ein schönes Choroberteil stricken. Also entweder einen weißen Pullover, also jetzt keinen dicken, sondern ein bisschen was Luftigeres, entweder einen weißen Pullover oder eine schwarze Jacke. Ja, ich habe Zeitschriften gewälzt, alle möglichen Verinas und den Nitter und ach, keine Ahnung, was ich alles so im Keller liegen habe. Auch wirklich für 6, 7, 8 Jahre zurück teilweise. Ja, und da ging es mir genauso. Es waren so Sachen dabei, weil ich mir eben gedacht habe, nee, da nimmst du jetzt irgendeine Anleitung, die du schon hast. Mhm. Wollte auch noch das ein oder andere Buch durchschauen eigentlich. Weil mir gedacht habe, du kaufst es und dann strickst nichts draus. Ist ja blöd. Und es waren ein paar Anleitungen, habe ich mir schon gemerkt auch, und aber eben auch nichts so, wo es so zack gemacht hätte. Ja, und dann war ich im Zeitschriftenladen. Also es vermischt sich jetzt hier quasi so in Planung, Einkauf, gefärbt. Wir waren im Zeitschriftenladen, während die Mädels im Kino waren. Erzähle ich nachher vielleicht noch was. Ja, und da habe ich gefunden, unter anderem dieses Strickheft. La Mana. Habe ich bisher noch keins. Das ist die Nummer 08, Winter 2018-19. Bisher habe ich noch keins von diesen Heften. Ja, und ich blätter mir das halt so durch und habe mir gedacht, so, ach, der Pulli ist aber schön. Oder auch da die Mütze und der Loop. Also mir geht es immer so, ich muss auf den ersten 5 Seiten, hätte ich ungefähr gesagt, was finden, was mir gefällt. Und wenn dann auch in der Zeitschrift wirklich nur das eine Ding drin ist, aber das gefällt mir richtig gut, dann kaufe ich es mir. Aber wenn ich auf den ersten 5 Seiten schon nichts dabei ist, dann blätter ich das auch nur noch so halbscharig durch und dann kaufe ich es auch meistens nicht. Ja, und dann gleich auf der nächsten Seite hat mich dieses Jäckchen hier angeblitzt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es. Das wird meine Chorjacke. Also ich werde die auch zu anderen Gelegenheiten anziehen, aber eben hauptsächlich dafür. Und ja, es sind so auch noch ganz nette Sachen drinnen. Aber die Jacke, das war wirklich einfach so irgendeine. Die finde ich zum Beispiel auch total klasse. Aber die ist mir jetzt für einen Chor zu auffällig fast.
Aber das kann schon sein, dass ich mir die auch mal stricke. Oder hier auch dieses Wickeljäckchen. Das wäre was für das Mohair-Garn, wenn es nicht zu der Wolle für den Rose Cardigan passt. Naja, also jedenfalls habe ich das dann gesehen. Was ich nicht gesehen habe und was mir diese Jacke noch umso sympathischer macht, ist, dass hinten, oh, dass man ja nichts lesen kann, dass hinten auch noch Zöpfe sind. Ja, dann habe ich mal geschaut, was die für eine Wolle verwenden. Die nehmen die Lamana Perla, Baumwolle Baby Alpaka Seide, 115 Meter auf 50 Gramm. Also das wären dann quasi 230 auf 100, dann wäre das DK oder Sport. Irgendwie sowas. Also was Dickeres auf alle Fälle. Schaut hier gar nicht so dick aus. Dann habe ich mal geschaut, was die Wolle kostet und habe beschlossen, nein, das ist jetzt momentan gerade nicht so wirklich drin. Und dann habe ich für eine Kundin was gefärbt und dabei kam mir der Gedanke, warum färbst du denn die Wolle nicht einfach selber? Weil ich wollte eben sowieso auch eine dünnere. Ja, und dann bin ich jedenfalls einfach hergegangen und habe mir vier Stränge von der Pinta gefärbt. Die Pinta ist ja die. Na, ich sehe gerade, ich habe hier absolut schlecht sortiert, mich schlecht vorbereitet. Die Pinta von Pasquale, also das ist jetzt nicht die, die ich dafür gefärbt habe. Ich zeige euch bloß das Etikett, weil da habe ich keinen dran gehängt. Das ist ja diese Merino, Silk und Rami. Eigentlich durchaus als Sockenwolle, aber viel zu schade, viel zu weich und viel zu kuschelig und mit so einem leichten Glanz. Für Socken viel zu schade. Genau. Und aber ich finde es ganz geschickt, weil ich habe jetzt festgestellt, bei der diese Jacke Fintry, diese grüne, diese Farbärgerjacke, das ist ja Merino-Seide. Und ich hatte die jetzt dreimal, viermal an. Und man merkt schon an den Armen, wo man halt einfach am Körper entlang schuppert beim Bewegen, dass die schon so leicht ein bisschen das Pillen anfängt. Insofern habe ich mir dann gedacht, ist es nicht schlecht, wenn man eben eine nimmt, die ein bisschen stabiler ist. Ja, eben durch das Rami. Ich weiß auch immer noch nicht, ob es Rami oder Ramier heißt. Auf alle Fälle ist es eine Pflanzenfaser aus einer Brennnesselpflanze. Irgendwie so. Genau. Also, dann bin ich dahergegangen. Also, die haben 400 Gramm. Ich habe jetzt auch 400 Gramm, weil ich habe ja eine mehr Lauflänge, aber dafür brauche ich ja auch mehr. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich es vielleicht doppelfädig stricken soll. Aber nee, eigentlich will ich keine so dicke Jacke. So, jetzt muss ich mich mal ganz weit rüberlehnen. Das ist hier nämlich auch so schön gestapelt. Also, so sind meine vier Stränge geworden. Ihr seht schon natürlich nicht ganz gleichmäßig. Der Plan war, das so in so hellgrau zu färben, weil so, also wir haben halt vom Chor schwarz-weiß. Das bleibt immer jedem selber überlassen, wie genau er das kombiniert. Aber meistens hat man halt einfach schwarze Hose oder schwarzen Rock und ein weißes Oberteil an. Und ich habe mir aber gedacht, nee, so ganz schwarz und dann sieht man ja die Zöpfe nicht. Denke ich mal, naja, grau wird schon auch okay sein und dann macht sie da schwarze Sprenkel rein. Ja, und das ist, also der hier ist jetzt sehr wenig gesprenkelt. Die zwei mittleren sind eigentlich ziemlich gleich. Und ja, der untere hier ist auch noch mal ein bisschen heller, aber der hat zumindest dann die Sprenkel. Also ich werde definitiv die in irgendeiner Kombination, vielleicht immer abwechselnd einen dunkleren und den helleren oder auch mal wirklich zwischendrin quasi faden, dass das halt ein anständiges, gleichmäßiges Bild gibt. Man soll ja generell bei Handgefärbten lieber immer mit zwei Knäueln gleichzeitig, also zwei Reihen in dem einen Knäuel, zwei Reihen im anderen Knäuel. Und also das werde ich hier definitiv machen. Und vielleicht auch wirklich, dass ich zwischendrin diese beiden Knäuele auch immer mal wieder ein bisschen abwechsel. Mal schauen. Genau, also da habe ich auch noch nicht angefangen. Die habe ich gestern noch schnell gewickelt, damit ich es euch zeigen kann. Ja, na, jetzt fällt es um. Oh. Na gut. Ja, also viel auf der To-Do-Liste. Meine Mutter hat dann auch schon mal angedeutet, ach, irgendwie so ein Dreieckstuch, so ein buntes, so nicht ganz so großes, das wird ihr schon auch mal gefallen. Ja.
Mir geht die Arbeit nicht aus. Genau. Dann nehme ich mal wieder einen Schluck Wasser. Dann habe ich noch mal ein bisschen gefärbt. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was ich euch schon gezeigt habe. Also ich meine, ich hätte euch die von dem Merino Baby schon was. Ah, Kompost. Vielleicht kommt meine Wolle heute schon, obwohl eigentlich kommt sie erst morgen. Egal. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich euch von der Merino Baby diese zwei Fading Sets gezeigt habe, die ich da. Also ich habe es jetzt Fading Sets genannt. Einmal in Türkis. Also jetzt kommt echt die Werbung. Einmal in Türkistönen, einmal in Lila-Tönen. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht, weil ich sehe nämlich nichts. Genau, spiegelt jetzt ein bisschen, weil ich es so in Tüten eingepackt habe. Aber ich glaube, die habe ich euch schon gezeigt. Da bin ich mir jetzt nicht mal ganz sicher. Und genauso auch bei der Forest. Da habe ich auch, also das ist jetzt die Forest Merino Bambus Baumwolle von Pasquali. Eben auch so ein Tuchset in Türkis und in Lila. Warum beides irgendwie Türkis und Lila ist, weiß ich nicht. Das ist Zufall. Das scheinen wohl momentan meine Lieblingsfarben zu sein. Genau, also da gibt es bisher auch nur die zwei Sets. Ich muss die jetzt auch endlich mal dann in meinem Shop einstellen. Aber das ist immer so, wenn ich eine Wolle neu anlege, da muss man sich Gedanken machen, dann über die Beschreibung und über die Zusammen. Und da muss man es quasi komplett neu anlegen. Wenn man das einmal hat, dann kann man das immer als Vorlage nehmen. Da geht es dann schneller. Aber es muss gemacht werden. Wo ich mir sicher bin, dass ich es euch noch nicht gezeigt habe, sind diese Mützensets, die ich vorher schon mal erwähnt habe. Ups, also hier auch so ein Grau und ein Türkis, wobei das kräftiger ist als das, was ich gerade für meinen Teststrick verwende. Ja, hier auch mal Gelb und Grün. Also mal so ganz, ja, ganz peppig, also eher dezenter, so mal mit Grau und Pink. Oder Grau, ja, das ist eher, ups, Grau und eher ein rötlicher, eher so ein Lachs und so ein, ja, ein gräuliches Lila. Lila ist grau und pink. Also eher so ein bisschen dezentere und dann halt eben auch einmal so etwas peppigere Kombinationen. Ja, mal schauen, wie es so ankommt. Genau. Und die Pinta, die meine ich, habe ich euch noch nicht gezeigt, weil die hatte ich damals noch nicht. Bilde ich mir zumindest ein. Naja, ich halte es euch jetzt einfach mal schnell in die Kamera. Da habe ich so ein bisschen mich wieder mal im Sprenkling probiert. Pink und Schwarz, ich glaube, die zwei Quellen haben Pink und Schwarz oder das andere ist Pink und Braun. Ja, ich färbe ja nicht so geplant. Ich fange einfach an und schaue, was mir einfällt und auf was ich Bock habe. Und dann kommt es halt eben auch raus, dass dann zwei ähnliche Färbungen rauskommen, weil mir jetzt gerade danach ist. Na gut, dann habe ich auch mal was gefärbt, was gar nicht meine Farbe ist, nämlich Gelb. Ich halte es mal so rum: Gelb mit auch so ein bisschen bräunlichen Sprenkeln. Man sieht es kaum. Ja, so geht es besser. Genau, also Gelb ist ja so gar nicht meine Farbe. Gelb, Orange, Rot. Deswegen, also meine Farben sind einfach Blau- und Grüntöne. Und eben auch mal mit Grau und so. Und ja, man muss sich dann schon echt zusammenreißen, dass man nicht immer nur so seine eigene Wohlfühlfarbe färbt. Davon habe ich nur noch einen. Da hat nämlich die liebe Biggie einen mitgenommen, die sie mich besucht hat. Und dann habe ich hier noch zwei in Grau mit Bunt. Ja, wie gesagt, eigentlich als Sockenwolle konzipiert, aber ich finde es genau genommen viel zu schade, weil die ist so weich und so glänzig und so. Ach. Ja, also wer die noch nicht probiert hat, muss sagen, ich bin begeistert. Soll jetzt keine Werbung speziell für meine Wolle sein, sondern generell für Pasquali. So. Ja, genau. Das war's. So gesehen, fast. Genau, ich habe außer diesem einen Heft habe ich auch noch zwei andere gekauft. Einmal das hier Designer Knitting, glaube ich, ist auch das erste von der Serie oder von dem Verlag von der Serie habe ich sonst auch noch keins, aber mir hat der Schal so gut gefallen. Und da sind generell viele Fair-Isle-Sachen drinnen. Schauen wir mal, da ist mal das Inhaltsverzeichnis. Also hier so gut. Also Rollkragen mag ich nicht, aber kann man ja umwandeln. Und das sind auch super Artikel drinnen, muss ich sagen. Also da sind nicht ganz so viel, vielleicht, ja, nicht ganz so viel Anleitungen wie in anderen, aber es sind eben tolle
Artikel hier zum Beispiel über Kanada, ein Hof oder eine Farm, die geretteten Alpakas ein Zuhause bietet. Da sind süße, kann man es erkennen, das süße Alpaka. Also die Alpakas rettet. Dann sind hier auch einige Buchvorstellungen, dann zum Beispiel auch einfach Techniktipps. Ja, dann hier auch magisches Stricken. Eine fantasievolle Geschichtenerzählerin und eine Strickdesignerin kreieren gemeinsam reine Magie. Da gibt es eben auch irgendwie ein Buch. Da zeige ich euch mal die Fotos. Ja, also muss ich ehrlich sagen, die Zeitschrift, wie gesagt, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal gekauft. Da geht es dann so ums Faden zum Beispiel, weil das ja gerade so in ist. Was ist das überhaupt und wie macht man sowas? Da seht ihr auch den Rose Cardigan. Ja, also da sind wirklich, also das finde ich eine echt tolle Zeitschrift, weil es eben nicht jetzt wirklich rein nur Anleitungen sind, sondern eben ganz, ganz viele Reportagen auch. Da geht es dann um deutsche Designer, ja natürlich Garnvorstellungen, seitenweise, wo man wieder neidisch wird. Ja, dann genau hier eben auch noch so ein Fair-Eye-Pulli ist die Anleitung dann mit drin. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, der gefällt mir ja auch total gut, so was bisschen Längeres. Und vielleicht nehme ich den auch irgendwann mal in Angriff. Nee, also da muss ich wirklich sagen, toll, Tücher sind drinnen. Hier auch nochmal, also Fair Isle ist das große Thema eben quasi in dem Heft. Ja, also da muss ich ehrlich sagen, da werde ich dahinterher bleiben. Ob die anderen Ausgaben auch so, das ist auch wieder irgendwie von Simply Kreativ, sehe ich gerade. Ja, also super. Gut, hier steht jetzt auch jetzt neudeutsche Ausgabe. Also anscheinend ist es wirklich die erste Ausgabe, die es auf Deutsch gibt. Ja, das werde ich weiter beobachten, weil die Zeitschrift gefällt mir echt gut. Und kostet 7,95 €, kosten sie irgendwie alle. Die meisten. und dann habe ich mir noch was zum Nähen mitgenommen. Ja, mal schauen, zum Nähen komme ich ja zurzeit auch nicht. Aber da war so ein nettes Kleidchen drinnen, das ich mir jetzt natürlich nicht eingemerkt habe. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es auf die Schnelle finde. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Ich hätte es mir einmerken sollen. Also so ein ganz schlichtes schwarzes Kleidchen, quasi ein kleines schwarzes. Mal schauen, vielleicht für die Silvesterparty oder sowas. Ja, genau, das ist bei mir eingezogen. ansonsten fand noch statt eben unser Hobbykünstlermarkt, das habe ich ja vorher schon mal erwähnt. Und da hat mich die liebe Biggie besucht am Samstag. Ja, und liebe Biggie, ich glaube, dir hat es auch gut gefallen. Du hattest ja noch einige Tütchen. Ja, das hat mich sehr gefreut. Und generell, der Markt hat einfach wieder Spaß gemacht. Wir hatten, weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, meine Mama und ich organisieren den. Und das war jetzt schon der 20. Also seit prinzipiell 20 Jahren. Eigentlich wären es 22, aber wir hatten 2 Jahre Pause, weil wir uns mit den letzten Wirten so rumgeärgert haben, dass wir gesagt haben, nein, unter den Umständen machen wir das nicht mehr. Ja, und es war schön zu sehen, dass doch die Aussteller haben sich gefreut, dass es wieder einen gibt. Die Besucher, ja, auch hier aus dem Ort, die Leute, die sagen, mei, das ist toll, dass ihr das wieder macht. Also man merkt schon, es ist gut angekommen. Das freut einen natürlich, wenn die Leute quasi sagen, wir haben euch vermisst, wir haben diesen Markt vermisst. Ja, doch, es war schon toll. Es war jetzt nicht so, dass es so voll war, dass man sich ständig auf die Füße tritt oder dass man zu keinem Tisch hingekommen wäre, aber es waren doch eigentlich immer irgendwie Leute da. Und vor allem auch so dieses Ratschen und so, das steht für mich auch so im Vordergrund. Ja, man trifft Leute, wo ich genau weiß, die treffe ich einmal im Jahr an diesem Markt. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Ja, und dann hatte noch die Johanna Geburtstag, meine Kleine, die ist 13 geworden. Da war natürlich auch große Party. Also naja, mit der Verwandtschaft, Familie halt. Die hat an Halloween Geburtstag. Insofern, also ich habe ja lange nichts von Halloween gehalten und prinzipiell
halte ich immer noch nicht so viel davon. Also ich bin einfach der Meinung, wir haben genug schöne deutsche Bräuche und man muss da nicht alles aus Amerika importieren oder von woanders her. Aber klar, natürlich die Kinder. Das ging noch, wo sie klein waren, aber jetzt, wo sie größer sind, kommt man da nicht mehr aus. Insofern, wir dekorieren halt so ein kleines bisschen Halloween-mäßig oder ja. Und die Mädels, ich weiß gar nicht, wer auf die von beiden auf die Idee gekommen ist, haben fliegende Kerzen gebastelt. Ich glaube, das haben sie irgendwo bei Pinterest oder bei YouTube irgendwo gesehen. Und zwar schauen die so aus. Man nehme eine Klopapierrolle, also das ist jetzt ein Stück einer Küchenrolle. dann haben sie mit der Heißklebepistole eben hier oben den Rand und hier eben diese Tropfen runter, dass das so ausschaut, als ob die da, so glaube ich, kann man es besser sehen, also, dass das ausschaut, als ob das Wachs da runter läuft. Dann haben sie das Ganze weiß angemalt mit der Plackerfarbe. Jetzt sind wir endlich mal die ganzen alten Plackerfarben losgeworden oder so Acrylfarben. Genau. Dann eben, wie ihr seht, einfach Nylonfäden durch. Einmal so rum, einmal so rum, dass sich in der Mitte ein Kreuz bildet und da steht jetzt einfach diese elektrische Kerze drauf. Ein guter Tipp, wenn ihr es an eine recht hohe Decke hängt, besorgt euch Kerzen mit Fernbedienung. nicht, dass wir es probiert hätten, ob wir dann aufkommen. Nein, ich habe sowieso welche bestellen müssen und habe gesehen, es gibt diese elektrischen Kerzen mit Fernbedienung. Und habe mir dann gedacht, das ist ein guter Plan, weil ich werde garantiert nicht, wenn die Leute da sitzen, irgendwo auf den Bänken oder Stühlen rumsteigen und diese Kerzen einschalten. Genau. Und da haben sie also, ich glaube, 10 Stück oder was hängen im Wintergarten in verschiedenen Höhen. Und dann hatten sie noch mehr gebastelt. Ja, da hängt jetzt, hier hängen noch 3 an der Lampe und im Gang hängen noch welche. Ja, Frage ist, wie lange die da jetzt noch hängen, aber werden wir sehen. Vielleicht lassen wir es gleich für Weihnachten hängen. Es sind halt Weihnachtskerzen und keine Harry Potter Kerzen. Die Antonia hat einen Kuchen gebacken, den hat sie ganz toll verziert. Da hänge ich euch am Schluss noch ein Foto an. Muss ich mal bloß aufschreiben. Kuchenfoto. Und zwar hat sie das so, da hat sie aus Fondant gebastelt, so, ja, wie so Steine, so Mauersteine, die kamen außen hin. Dann hat sie eine Platte drauf gemacht, wobei man von der Platte dann leider, die war toll marmoriert, so in schwarz-grau-brauntönen. Und da kamen aber dann noch so Streusel drauf. Was waren das? Waren das Haselnüsse und Haselnüsse gefärbt mit Kakao? Also quasi gemahlene Haselnüsse und Kakao zusammengemischt, glaube ich, irgendwie so. Das kam dann da drauf als Erde. Und dann hat sie noch einen Grabstein, den habe ich noch hier. Hat sie einen Grabstein gemacht, da hat sie drauf geschrieben, alles Gute. Und dann noch so einen gruseligen Baum, so einen kahlen Baum, der so seine Äste in den Himmel streckt und so. Also ich hänge euch ein Foto an, weil das war echt toll, da hat sie sich echt Mühe gegeben. Ja, und wir haben schon festgestellt, weil wir hatten halt eine normale Springform und die in dem Buch, die haben eine vom Durchmesser her kleiner und dann wird der Kuchen natürlich höher und dann hat das nochmal optisch einfach. Hätte das viel besser ausgeschaut, wie mit so einem relativ flachen Kuchen. Aber hat geschmeckt und hat toll ausgeschaut. Ja, das war das, was die letzte Zeit so bei uns passiert ist. Und dann bin ich jetzt auch schon durch. Macht nichts, ist doch. Ich habe gedacht, ich kriege nicht mal die halbe Stunde voll. Jetzt ist es dann doch eine gute Dreiviertelstunde. Mit Vor- und Abspann sind es 50 Minuten. Ja. Mir bleibt nur noch euch zu danken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Viel Zeit zum Stricken vor allem. Ich hoffe, das Wetter pendelt sich jetzt langsam mal ein bisschen ein, weil ich finde es ja schön, so ein schöner Herbst, ja, mit Sonne und gefärbten Blättern und das ist schon schön. Aber mir ist es eindeutig zu warm. Also Montag auch, wo ich aus der Arbeit raus bin, in der Arbeit war es relativ kühl, da hat es mich echt gefröstelt und ich komme raus mittags und denke so, boah, ist das eine Hitze und das ist nicht normal für die Jahreszeit und deswegen mag ich das jetzt auch nicht mehr haben. Ich glaube, es soll jetzt kühler werden. Allzu kühl wäre jetzt auch schön, wenn das noch bleiben und unterbleiben würde, weil wir haben am Samstag Prinzenpaarvorstellung.
habe ich erzählt, dass meine Mädels jetzt doch wieder mittanzen? Hatte ich überhaupt erzählt, dass wir eigentlich dieses Jahr Pause machen wollten? Ja, hätte und wollte und jetzt tanzen sie halt doch wieder mit. Genau, da haben wir am Samstag Prinzenpaarvorstellung und da wäre es natürlich schön, wenn es nicht gar so kreislich und kalt und nass ist. Also wir hatten schon strömenden Regen, wir hatten auch schon schönes Wetter. Schauen wir mal, ändern kann man es eh nicht. Muss man nehmen, wie es kommt. Gell? In dem Sinn wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund oder werdet gesund, falls euch die Erkältung auch schon erwischt hat. Ja, mich hat es dann auch erwischt gehabt. Ich glaube, ich habe im letzten Video gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich brüte was aus. Ja, mich hat es dann auch erwischt gehabt. Aber es hat nicht so lange gedauert wie sonst. Also entweder hat die Grippeimpfung dahingehend doch auch was gebracht. Habe ich schon oft gehört, dass mir Leute erzählt haben, seit sie sich Grippe impfen lassen, sind auch diese normalen Erkältungen, also nicht die Virusgrippe, sondern die normalen Erkältungen auch nicht mehr so heftig oder nicht mehr so lang. Und den Eindruck hatte ich jetzt auch. Oder es war einfach der Ingwer mit Kokosöl. Man weiß es nicht. Naja, ich wünsche euch, wie gesagt, eine wunderbare Zeit. Alles Gute, gute Besserung, bleibt gesund, strickt viel, handarbeitet ganz viel. Und ja, in dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!